Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel. Mit dem neuen Newsletter, den dritten, den wir jetzt zusammengestellt haben, mit insgesamt wieder 15 Studien. Und ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick und eine kurze Einführung in den Newsletter geben. Wir haben diesmal ein paar Schwerpunkte gebildet. Der erste ist zum Thema Ernährung, der zweite zum Umzug ins Heim, der dritte zu Technik und Milieu und der vierte zu Angehörigen. Zum Schluss haben wir noch so drei einzelne Studien, die ich dann noch kurz erwähnen werde. Ja, zum ersten Ernährung. Also auch bei der Ernährung kommt es auf die Beziehung an. Je besser die Beziehung zu der Person, die die Nahrung reicht oder anbietet, desto besser nimmt die Person mit Demenz auch die Ernährung an. Und je mehr es gelingt, die Selbstständigkeit der Person zu fördern, desto besser gelingt das. Ja, dann ein recht kritischer Artikel zu Ernährungsassessments. Da wird also gerade für das Krankenhaus festgestellt, naja, es wird viel gewogen, gemessen, dokumentiert, aber de facto wird ein richtiges Ernährungsmanagement für Menschen mit Demenz nicht umgesetzt. Das heißt also, an der Kontrolle mangelt es. Eine dritte Studie, die widmet sich dem Thema von Geschmack. Und da ist es so, dass auch das Geschmacksempfinden von Menschen mit Demenz eingeschränkt ist. Vor allen Dingen für die Geschmacksqualität Unami. Das ist so ein japanisches Wort und steht so für die Fleischhaltigkeit, für so einen satten Geschmack von Fleisch- oder fischhaltigen Speisen. Und genau der geht sehr stark zurück. Und die empfehlen Geschmack. Verstärker. Nun ja, soweit mal zur Ernährung und zur Ernährungspflege. Dann eine ganze Reihe von Studien zum Umzug ins Heim. Da wird immer davon berichtet, wie uninformiert, irritiert, überfordert Angehörige oft sind bei der Umzugssituation, dass sie darüber klagen, zu wenig Informationen, Begleitung und Beratung zu haben. Meistens sehen sie keine Alternativen, es werden ihnen auch keine wirklichen Alternativen zur Heimunterbringung angeboten und sie fühlen sich meistens sehr überfordert und alleingelassen. Alle Beteiligten erleben den Umzug ins Heim als eine Zäsur, als eine familiare Zäsur. Ja, und die letzte Studie, also Umzüge auch innerhalb eines Hauses, von einem Bereich in den anderen, werden meistens von den Menschen mit Demenz doch als sehr unangenehm erlebt. Das heißt, es gibt gesundheitliche Verschlechterungen und eine erhöhte Sterblichkeit. Ausnahme ist, wenn sie an der Entscheidung beteiligt werden, wenn sie einverstanden sind und wenn sie das ein Stück weit mit vorbereiten können, dann ist dieser Umzug nicht so gravierend. Okay, eine dritte Reihe von Studien widmet sich dem Thema Milieu und Technik. Eine erste gibt so einen Überblick und sagt, also Milieu und Technik hat eigentlich vor allen Dingen die Aufgabe, es den Menschen leicht zu machen, also eine Umgebung bereitzustellen, die weniger Hürden und Blockaden entgegenbringt. Und insgesamt sind kleine, überschaubare Einheiten mit einem einfachen, schlichten Milieu eigentlich die beste Alternative. Ja, eine weitere Studie, die stellt so etwas dar über die Überwachungstechnologien. Die werden ja zum einen sehr stark begrüßt, ja. Was aber nicht so im Blick ist, dass natürlich die Mitarbeiter auch mitbeobachtet werden. Also man sammelt ja dabei nicht nur Daten über die Bewohner, sondern auch über die Daten der Mitarbeiter. Also wie lange dauert das, wenn ein Alarm ausgelöst wird, bis ein Mitarbeiter kommt oder wer kommt denn dann und was passiert dann dort? Ja, das scheint aber so insgesamt weder von den Pflegenden noch von den Leitenden als Problem gesehen zu werden. Interessant fand ich noch die Aussage, dass solche Daten von Überwachungstechnologien, wenn sie im Heim angewandt werden, so zumindest in den angelsächsischen Ländern, vor allen Dingen dazu genutzt werden, um gegenüber Aufsichtsbehörden und Angehörigen beweispflichtig zu sein. Das heißt, die Haftungsausschließung ist einer der häufigsten praktischen Anwendungsbereiche solcher Überwachungstechnologien. Tja, okay, gut.
Können eigentlich technische Systeme Menschen mit Demenz dabei helfen, so Tätigkeiten des täglichen Lebens besser hinzubekommen? Also was zu kochen, sich Nahrung zuzubereiten, einkaufen zu gehen, die Wohnung zu pflegen. Und die Ergebnisse ist, dass es doch tatsächlich zu ziemlich vielen Missverständnissen führt. Also die Systeme müssen sehr individuell ausgerichtet werden, dass das funktioniert. Und sinnvoll sind sie eigentlich nur zu Beginn der Demenz. Für spätere Phasen der Demenz sind sie nicht so geeignet. Ein paar Ausführungen zu den Angehörigen. Da haben wir jetzt nicht so viel gemacht, aber so ein paar sind da schon ganz spannend. Zum einen ist das so, dass die Fähigkeit von Menschen mit Demenz, die Emotionen ihrer Angehörigen zu erkennen, mit der Zeit nachlassen. Und je weiter das so der Fall ist, desto schwieriger wird auch die Interaktion. Ja, also es mangelt dann einer interaktiven Emotionserkennung. Das heißt, Menschen mit Demenz sind immer weniger in der Lage, die Emotionen ihrer Angehörigen auszulesen, nachzuempfinden, und dadurch kommt es also zunehmend zu Ärger und Frustrationen. Gut, zum Schluss vielleicht noch mal so drei einzelne Studien, die ich noch so ganz spannend fand. Alte Menschen mit psychischen Erkrankungen werden in der Regel nur medikamentös behandelt. Und das liegt auch teilweise an der eigenen Überzeugung, ja, damit müsste man zurechtkommen. Natürlich, alte Menschen kennen oft psychiatrische Dienste gar nicht, und eigentlich erst, wenn es sehr schlimm wird, dann passiert was auf Veranlassung des Hausarztes, der dann eine Überweisung zum Psychiater oder in die Klinik ausstellt. Die Minderheit älterer Menschen, ja, und auch deren Angehörige nehmen eine Beratung in Anspruch, wenn es um Patientenverfügungen geht. Also diese Behandlungen im Voraus planen, das ist noch nicht sehr verbreitet. Und die Studie, die ich dort beschreibe, die stellt ein ganz interessantes System vor, wo eine Gruppe von Pflegenden so koordiniert sind mit ambulanten Diensten und dann zusammen mit diesen Menschen aus den ambulanten Diensten die Klienten besuchen und mit denen eigentlich schwierige Behandlungsfragen durchsprechen. Aber im Unterschied zu Deutschland sind das dann nicht völlig fremde Menschen, sondern es sind Menschen, mit denen man bereits vertraut ist und die so eine Art Türöffner darstellen. Ja, und die letzte, die geht dann nochmal zu dem Thema Halluzinationen. Die fallen meistens in der Demenz nicht so gravierend aus und werden auch von den Personen eher als Ärgernis erlebt. Aber zum Beispiel das Vergessen von Dingen oder das Verlegen von Dingen ist für Menschen mit Demenz meistens sehr viel irritierender als Halluzinationen. Die meisten haben auch ein Verständnis davon, dass es sich um eine Halluzination handelt. Das heißt, es geht weitgehend in der Demenz um Scheinhalluzinationen. Erst wenn die Fähigkeit, Einsicht in die Natur dieser Phänomene zu gewinnen, wenn diese Fähigkeit nachlässt, dann kann es schwierig werden in der Interaktion. Ja, soweit mal ein paar einführende Worte zum Newsletter. Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß bei der Lektüre. Geben Sie uns Rückmeldungen dazu. Diesmal mit ein paar Schwerpunkten. Beim nächsten Mal habe ich ein paar andere Schwerpunkte, die so in Richtung Team ja, Mitarbeiterpflege und Fortbildung gehen. Wir werden das jetzt ein bisschen mal gruppieren, Schwerpunkte setzen. Ich hoffe, das kommt Ihrem Interesse entgegen. Machen Sie es gut. Christian Müller-Herge im April 2020.